Ich darf heute einen ganz besonderen Vormittag erleben. Ich fahre jetzt nämlich ins Burgenland zur frisch gebackenen Staatsmeisterin in der Dressur, Belinda Weinbauer, und zu Peter Gmoser. Und ich bin schon sehr gespannt, was mich dort erwartet. Peter Gmoser Allee. Jawohl. Ich hab's gefunden. Mir wurde gesagt, die Belinda, die neue Staatsmeisterin, finde ich in der Halle. Hallo, schön, dass du da bist. Na gut, dann gehen wir mal eine Runde. Und kommt auch mit, wer ist das? Das ist die Hexe. Die hat einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Weil? Die Hexe kennt jeder. Hexe wird erkannt. So, da haben wir eben die Schrittmaschine. Und da sind Außenboxen. Gut, dann gehen wir weiter. Da ist eine Koppel, oder? Ja, da haben wir so Paddocks, das ist hauptsächlich für die Oldies. Und da haben wir auch noch zwei Paddocks. Das ist halt so das ganze Jahr über benutzbar. Das ist natürlich super, da haben wir so Matten drinnen, bei diesen zwei. Und das ist eigentlich, kannst alle 12 Monate im Jahr benutzen. Und das ist wirklich klasse, da. Das taugt mir dann voll. Dann haben wir da riesige Koppeln, ganz viele Koppeln. Jetzt gehen wir ein bisschen hinten rauf. Da gibt es dann nur eine Weidehütte. Da sind eben zwei Boxen mit einem 12 Meter langen Paddock und da können sie dann direkt auf die Koppel gehen. Ja, das ist mein eigenes Bauprojekt gewesen. Das habe ich damals für den Depi Dallas gebaut. Ja. Das ist natürlich ganz klasse, das taugt Ihnen sehr. Jetzt dürfen wir in den Stall hineingehen. Die Hexe kommt mit. Das ist der Stufenstall da. Die Wallache war halt früher so, jetzt haben wir die Hengsten eigentlich alle unten. Die meisten sind jetzt auf der Koppel oder am Paddock. Da haben wir Solarium. Sie ist ein großer Liebling. Wir haben ein bisschen ein spezielles Verhältnis. Wir haben so ein richtiges Mädchenverhältnis. Pusti, komm. Komm her. Na, komm her. Na, erstens reite ich schon sehr lang. Und sie ist ja eigentlich ursprünglich aus Zuchtstuten gekauft worden. Da hat sie ja schon 2 Fohlen gehabt. Und dann ist sie ein Jahr springen gegangen. Ja, und jetzt ist sie gerade am Weg zum Grand Prix. Das ist der Scholte. Und der Elbe. Eigentlich Orschi. Und die Illige, unsere Reiterin. Ja, und ohne die wäre das natürlich alles nicht möglich, so wie sie ist jetzt. Also deine Fusti, von der hast du viel gelernt, hast du gesagt. Ja, genau. Weil? Naja, wie soll ich sagen? Es kommen halt zwei Mädchen aufeinander, sagen wir mal so. Und sie ist ja, sie hat mich gelernt, Geduld zu haben, sich Zeit zu lassen und ja, in der Ausbildung ist halt so lange es braucht, so braucht es, man kann nichts erzwingen. Wie ist das mit Training und Ausreiten und gibt es sowas auch? Ja, wie? Natürlich. Bei uns kann man ja da sowieso herrlich ausreiten. Und wir nehmen das ja immer als Konditionstraining auch her. So ein bisschen schön über den Rücken, bergauf, bergab. Wir haben ja hier da beim Paddock so kleine Runden. Da geht man immer ein Stück bergauf. Oder man kann eben bei uns hinten raus wirklich stundenlang ausreiten gehen. Und wir dann das halt so gern handhaben, dass wir sagen, okay, jetzt mal 2, 3 Tage reiten, ist geführt. Mal als Ausgleich dann sicher einmal in der Woche ausreiten gehen. Und, oder sie haben halt überhaupt immer einen Tag Pause und gehen nur Koppel oder Paddock. Ja. Wichtig ist immer, dass die Pferde den Spaß dabei behalten. Ja. So, jetzt ist 9:30 Uhr, da tun wir immer alle gemeinsam frühstücken. Dann sind wir schon jetzt ein paar Pferd geritten und das werden wir jetzt genießen, das gemeinsame Frühstück. Komm mit!
Das war schon lange her. Alles im Außengalopp? Mit der Gretel, ja. Unten ist meine erste L, dritter mit 4,8, ja, wohlgemerkt. Und runtergefallen beim Abreiten. Und geweint. Wie schaut jetzt so euer Tagesablauf aus? Naja, wir fangen um 6:30 zum Reiten an. Machen am meisten so eben wie jetzt um 9:30 Frühstückspause mit ganze Mannschaft, das ganze Team. Ja, und dann geht's weiter. Wie viele Pferde reitet ihr da so am Tag? Na, ich würde sagen, im Durchschnitt so um die 10 herum, der Peter sicher mehr. Es hängt bei mir davon ab, wie viele Leute kommen. Ich fange schon um 6 Uhr an. Und aber ich muss mir nicht schminken. Wirst du da auch gecoacht von Peter, ja, oder natürlich. Bist du da sehr autark? Nein, natürlich. Also jetzt zum Beispiel diese 14 Tage vor der Staatsmeisterschaft haben wir natürlich gemeinsam, darum ist das Pferd auch hergekommen, haben wir gemeinsam trainiert. Fleißig. Nein, ohne geht's nicht. Wenn ich am Start bin, dass sie mal schaut oder umgekehrt so im Täglichen, dann fragt man sie einmal, wenn man Hilfe braucht. Genau, schau mal kurz, schaut das gut aus oder... Das ist halt der große Vorteil. Oder funktioniert der Wechsel, ja, genau. Oder nicht. Drillsergeant Hexe meldet sich zum Team. So, jetzt ist mal Schluss mit lustig. Ja, und langsam wieder anschwellen lassen das Tempo. Ja, ja. Das ist eins von unseren Nachwuchspferden. So, eine halbe Volte, Traversale, Fleiß erhalten. Gut, sehr schön. Zeit nehmen, Schulter vor. Jawohl, jeden Tritt für sich. Gut. Gut. Gut, sehr schön. Abschluss. Was geht da jetzt in dir vor, wenn du dir das noch einmal anschaust? Jetzt sagen wir so, ich bin immer sehr selbstkritisch. Ich habe immer irgendwas zu tun. Ich meine, es war wirklich, der Grand Prix war ganz super. In der Tür, wenn ich einen kleinen Kickser gehabt. Aber ich finde dann immer irgendwo Kleinigkeiten, wenn man denkt, naja, da könnte man noch ein bisschen und da könnte man noch ein bisschen. Oder. Also, ja, ich habe immer was zu meckern. Vor allem bei mir selber, wenn ich mich dann selber sehe. Und bei mir auch. Ohne dass ich was sehe. Was sagst du jetzt zu dem Erfolg? Ja, spitze, unerwartet. Wir sind ja nicht mit der Erwartungshaltung hingefahren, statt Staatsmeister zu werden, sondern es ging hauptsächlich um die Qualifikation für internationale Turniere. Die Staatsmeisterschaft zählt ja auch als Sichtung, als Qualifikation für internationale Turniere. Aber unverhofft kommt oft und man muss die Feste feiern, wie sie fallen.